So, liebe Leute, hallo! Ich melde mich jetzt vom Aussichtspunkt zum Mount Katahdin wieder in Maine. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur kanadischen Grenze und weiß gar nicht, ob ich schaffe, weil ich mal wieder kein Internet habe und in Kanada auch keins haben werde. Und deswegen fahre ich einfach drauf los und gucke, wo ich stoppe, wo ich anhalte, wo ich Pause machen. Wie ich das gestern dachte, dass das Auto so groß ist und ich kann die Sitze nicht zurücklegen. Das heißt, ich habe jetzt auf dem Beifahrersitz geschlafen nachher, weil auf dem Rücksitz war das auch nicht so geil. Da ging es dann und habe heute die Isomatten zurückgebracht, weil die brauchte ich ja nicht mehr. So werde ich jetzt die nächsten weiteren nur 8 Nächte werde ich dann, oder 9, scheiße, ich weiß es gar nicht, muss man nachrechnen, werde ich dann auf dem Beifahrersitz verbringen. Mit meinem gemütlichen Schlafsack, aber der ist wirklich cool und der hat nur $8 gekostet. Ja, dann geht es jetzt für mich weiter und dann zeige ich euch den Blick auf den Mount Katahdin und dann werdet ihr im Anschluss noch sehen, was heute so passiert ist. Bis dann! Ich bin jetzt aus Montreal wieder rausgefahren, endlich. Jetzt stehe ich hier im Stau und stehe schon sehr lange im Stau und stehe hier auch noch länger im Stau. ja, ansonsten blende ich euch hier jetzt ein paar Bilder ein, die ich gemacht habe, als ich in Montreal war. Ich bin jetzt in Montreal und ich bin bei der McGill-Universität und hier gibt es Free-Food-Essen. Das ist der Hammer. Ich bin hier gerade hingekommen und habe gefragt, was das ist und wo man bezahlen kann fürs Essen. Und dann meinten die so, ja, hol dir einfach was. Hier holt sich jeder was zu essen. Und es gibt Pizza und Ravioli. Ich zeig euch das mal. Freie Cola. Es gibt so viele Sachen auszuprobieren und zu essen und das ist der Hammer. Ich mag Montreal gerade. Es ist scheiße zu fahren und auch teuer auf jeden Fall, aber das ist echt super geil gerade. Brauche noch nicht mal fürs Essen bezahlen. Und ich melde mich wieder und zwar von der Raststätte, kurz vor Kingston. Und hier gibt es super viele Raststätten an dem Weg. Und hier werde ich heute einfach übernachten, weil das kostet mich nichts. Hier sind die Toiletten 24 Stunden offen. Ich bin nicht so weit davon entfernt. Es war ein bisschen laut, auch mit den Trucks nachher. Aber ich muss nichts bezahlen. So, hallo. Und deswegen spare ich heute ein bisschen Geld und werde hier übernachten. Und werde dann mal schauen, wo ich in Toronto übernachte. Weil das wird ein bisschen teurer auf jeden Fall. Und Niagara Falls wird auch teurer. Aber gut, ist halt, ne? Dann übernachte ich lieber wo und kann dann mit Öffentlichen reinfahren, anstatt nochmal zu parken wie heute in Montreal. 3 Stunden geparkt, das hat mich $22,50 gekostet. Das will ich nicht nochmal machen in Toronto oder in den Niagara Falls. So. Deswegen schaue ich, was es so noch so gibt. Aber das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, auf diesen Raststätten entlang des Highways oder der Interstates einfach zu übernachten, weil das ist mit die günstigste Alternative zu Campsites oder State Parks, die auch auf jeden Fall Geld kosten. Man hat nur ein Plumpsklo und hier hat man halt alles. Ja. Damit würde ich sagen, ich gehe jetzt schlafen oder noch nicht. Ich esse erst was und lege mich dann hin und dann sehen wir uns morgen wieder früh beim Frühstück oder so. Bis dann!